Herzlich willkommen zur ersten Euroheik-Plauderstunde. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns und unsere neuen Wanderreisen 2021 genommen haben. Wir dürfen alle Wanderfreunde, Kunden, Interessenten und auch unsere Kollegen herzlich willkommen heißen. Was erwartet Sie heute? Ein interessantes und abwechslungsreiches Programm rund um unsere Reisen und natürlich viele Infos zu unseren neuen Touren 2021. Wahrscheinlich wundern Sie sich ein bisschen, dass wir beide ohne Maske da sitzen. Darf Sie aber beruhigen, ganz den Auflagen entsprechend haben wir uns heute Morgen getestet und sind zum Glück beide negativ. Genau, ja, dann darf ich mich vorstellen. Wahrscheinlich sind einige Leute heute dabei, die unserer ersten Plauderstunde bei Eurohike im Februar schon gefolgt sind. Ich bin die Verena Sonnenberg, bin quasi ein Urgestein bei der Eurofan Touristik, schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Im Bereich Radreisen gestartet als Kundenberater, später Teamleiter und dann ging es für mich für 5 Jahre in die Schweiz zu unserer Firma Eurotrek, wo sich alles rund um Aktivreisen in ganz Europa dreht, genauso wie bei uns. Und bin aber wieder zurückgekehrt ins schöne Österreich, ins schöne Salzburger Land und habe mich dann um unsere Wanderreisen gekümmert. Ich bin auch selber leidenschaftliche Bergwanderin. Da gibt es ja bei uns in der Gegend genügend Möglichkeiten, sei es das Salzkammergut, da hören wir etwas später noch etwas dazu, oder das Berchtesgadenerland. Ich glaube, da haben wir später auch nochmal eine schöne Info für Sie aufbereitet. Also eine Menge toller Wandergebiete. Und ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute etwas erzählen darf. Ich bin vielleicht das noch ganz kurz seit einigen Jahren in der Geschäftsleitung der Eurofan Touristik zusammen mit unserem Geschäftsführer, dem Thomas Schmidt. Und jetzt darf ich an den Andi weitergeben, meinen netten Kollegen. Andi, magst du dich vorstellen? Sehr, sehr gerne. Zunächst auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu unserer Plauderstunde. Wir hoffen, das können wir ein bisschen kurzweilig gestalten. Und die vielen, vielen Zuseher, Zuhörer, die sich angemeldet haben, bleiben uns auch bis zum Schluss am Ohr oder an den Lippen hängen. Der Andi, Andreas Schindelmeister, unglaublich, aber war schon seit 1998 für die Eurofan Touristik tätig. Ich war viele, viele Jahre Reiseleiter, also wirklich mit geführten Gruppen unterwegs, war danach Gästebetreuer in Norditalien, in Bozen ganz genau, für einige Jahre. Und jetzt mittlerweile seit 2004 bin ich hier in der Zentrale und dafür das Produkt der Eurofan Touristik und auch die Organisation der Eurofan Touristik zuständig. Muss ganz ehrlich gestehen, nicht so wie die Verena, die jedes Wochenende auf irgendeinem anderen Berg ist, bin ich eher der Radlfahrer. Nichtsdestotrotz wandere ich aber auch sehr gern und bin auch schon die eine oder andere Etappe. Wo warst du denn schon unterwegs? Mit dir gemeinsam. Stimmt. Wo waren wir denn am schon? Am Rhein waren wir schon. Am Rheinsteig. Salzkammergut waren wir schon. Im Salzkammergut. Madeira waren wir. Mallorca. Da hören wir auch heute noch ein bisschen was vielleicht dazu, ja, wenn wir genügend, ja, Zeit haben. Und unsere letzte gemeinsame Wanderung. Südtirol. Hat uns nach Südtirol geführt. So nach Mölten zu den Stornernen Mandeln. Genau. Ganz ein besonders schönes Erlebnis für dich, oder? Definitiv. Gibt nichts Schöneres. Aber die Berggene, das sei vielleicht auch nur angemerkt, die liegen dir ja im Gen oder im Blut, besser gesagt. Du bist ja aus dem schönen Salzburger Pinzgau. Auch dort haben wir ganz viele schöne Touren. Mhm. Und den höchsten Berg Österreichs, der Großglockner, ist gleich neben meinem Geburtsort. Ja, also Maishofen neben. Gut. Neben ist jetzt räumlich das ein bisschen weit gegriffen. Maishofen, das schöne Zell am See, wird sicher dem ein oder anderen ein Begriff sein, Ausgangspunkt unserer Salzburger Gipfeltour. Und da ist, glaube ich, die erste Wanderung auf die Schlosskammeralm und auf die Schwalbenwand. Ich glaube, das war eure Haus- und Hofwanderung. Das ist unser Haus- und Hofberg und der Schlosskammerwirt
ist ein Schulfreund von mir. Und jetzt, was erwartet uns heute, genug Andreas? Von mir, jetzt möchte ich Ihnen gern das Programm ein bisschen näher vorstellen oder den Ablauf ein bisschen näher vorstellen. Die Verena wird jetzt dann gleich beginnen, um die Eurofantouristik etwas näher zu erklären. Das Rundum-Sicher-Paket ist natürlich ein Thema aus aktuellem Anlass ganz wichtig. Dann geht es um das, was macht eigentlich uns die Eurofantouristik und Eurohike aus? Wie funktioniert denn überhaupt so eine Wanderreise mit Eurohike? Welche Arten von Wanderreisen können wir Ihnen anbieten? Und dann kommen wir zum Kern der ganzen Plauderstunde, nämlich zu den neuen Reisen 2021. Da haben wir uns... Vielleicht einfach kurz nur erklärt, es sind ja heute einige Gäste dabei, die schon öfter mal mit uns unterwegs waren, die ja wissen, wie unsere Touren funktionieren. Aber ich glaube, wir haben uns überlegt, auch ein paar Insider-Informationen oder Informationen hinter den Kulissen, wie es aussieht, nur weiterzugeben, bevor wir dann zu den neuen Wanderreisen kommen. Genau. Wir haben uns da eigentlich drei Reisen vorgenommen, die wir näher vorstellen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, werden wir auch ein bisschen in die Ferne schweifen, nämlich nach Madeira. Nach der Präsentation der neuen Reisen geht es dann um die Beantwortung verschiedener Fragen. Es ist so, dass Sie während der Präsentation bereits schon Fragen stellen können. Das bitte nicht über die Chat-Funktion, sondern mit dieser Frage- und Antworten-Funktion. Im Hintergrund ist unser Teamleiter für Eurohike, der Florian Frisch, tätig und wird Ihnen die Fragen beantworten. Ebenfalls unsere Reisespezialistin, die Lisa Klinger, kümmert sich um die Beantwortung der Fragen. Wenn es jetzt so viele sind, dann werden die dann auch von unserem Team morgen und in den nächsten Tagen natürlich ebenfalls noch mit viel Engagement beantwortet, genau, und abgearbeitet. Die interessantesten oder interessantesten, am häufigst gestellten Fragen bekommen wir dann am Ende der Präsentation hier auf den Tisch und die werden wir dann live mit Ihnen noch einmal durchbesprechen. Damit das hier bei uns alles so wunderbar funktioniert, gibt es natürlich auch einen Verantwortlichen, nämlich unseren EDV-Leiter, den Michael Kröll, damit Sie uns da auch scharf sehen und gut hören. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir mit der Präsentation losstarten, machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Wir haben uns überlegt, Plauderstunde heißt ja nett beieinander sitzen, ein Glas Wein, ein guter österreichischer grüner Veltliner aus der Wachau. Sehr zum Wohl. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit Ihnen. Machen Sie noch ein Glas auf und stoßen es mit uns an auf schöne und interessante Wanderreisen. Gut. Sehr so. Jetzt sind wir da. Moment. So, jetzt sind wir am Anfang angelangt. Und zwar aktiv in den Urlaub mit Eurohike Wanderreisen. Ich darf Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen zu unserer Firma. Unser Firmenname ist Eurofantouristik. Wir sind Spezialist für individuelle Rad- und Wanderreisen. Wir haben es vorher schon erwähnt. Wir sind selber schon seit 20 oder mehr Jahren im Dienst der Eurofantouristik. Wir haben früher auch Gruppenreisen angeboten. Alles hat angefangen mit unseren Radreisen. Wir waren, wie Andreas schon gesagt hat, selber auch als Reiseleiter auf dem Rad unterwegs. Seit fast mittlerweile 15 Jahren ist unsere Marke Eurohike Wanderreisen dazugekommen. Wir bieten bei Eurohike Wanderreisen und bei Eurobike Radreisen individuelle Radreisen an, wo wir von A bis Z alles organisieren, vom Gepäcktransfer bis zur Hotelunterkunft, bis zu den perfekten Reiseunterlagen. Also das heißt, Sie müssen nur individuell an- und abreisen und dazwischen ist alles von uns organisiert.
Unser Firmensitz, man hört es vielleicht schon am Dialekt, wir sind Salzburger. Unser Firmensitz ist im schönen Salzburger Seenland, ganz nahe dem Salzkammergut und nahe der Stadt Salzburg. Natürlich auch eine sehr wichtige Destination für uns, sowohl für unsere Wanderreisen und natürlich auch für unsere Radreisen. Da hat eigentlich alles so begonnen in dieser Region. Wir bieten bei Eurobike natürlich individuelle Radreisen, wie gesagt, aber auch Rad- und Schiffsreisen an. Das sind Reisen, wo man statt der Hotelübernachtung eine Woche am Schiff übernachtet, sich den täglichen Gepäcktransfer oder Gepäckwechsel spart. Und dann gibt es unsere Familienreisen. Das ist seit einigen Jahren neu in unserem Programm. Familienradreisen gibt es nicht nur bei Eurobike, sondern es gibt natürlich auch bei Eurohike eigene Wanderreisen für Familien. Vielleicht ganz wichtig noch zu erwähnen, unsere Stammkunden, unsere wirklich sehr, sehr treuen Stammkunden, vielleicht an dieser Stelle noch gesagt. Wir hatten ja schon eine Plauderstunde im Februar. Dort haben wir unsere neuen Radreisen 2021 vorgestellt und haben wir sehr viele, sehr nette Rückmeldungen bekommen. Und besonders ein Stammkunde von uns hat uns ein tolles Feedback gegeben und auch ein paar Inputs, was wir noch besser und interessanter machen können. Das haben wir natürlich versucht, jetzt in dieser Präsentation auch umzusetzen. Aber wie gesagt, unsere Stammkunden sind uns sehr, sehr wichtig. Wir haben einen wahnsinnig hohen Stammkundenanteil. Wir bieten auch unseren Stammkunden viele attraktive Konditionen und wir sind glücklich, dass unsere Gäste auch immer wieder mal einmal ein Jahr auf einer Wanderreise und vielleicht im nächsten Jahr auf einer Radreise unterwegs sind. Also wir durch unsere Palette Radreisen, Wanderreisen und auch Familienreisen sind natürlich Familien unterwegs, aber auch viele Großeltern mit ihren Enkelkindern. Ja, das ist die Eurofan Touristik in Obertrum. Dann darf ich weitergeben. Nein, nicht Nein. weitergeben. Blödsinn. Ich darf noch was erzählen. Und zwar, ja, im Moment schwierige Zeiten, kein Thema. Da muss man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Wir hoffen natürlich, dass die Reisesaison 2021 bald losgeht. Im Normalfall würden wir unsere Reisen, die ersten Destinationen Ende März zu Ostern starten. Der Start verschiebt sich natürlich etwas nach hinten. Man weiß noch nicht genau, wann es losgehen wird. Aber vielleicht einfach für Sie als wichtige Information. Wir sind gerade mit Hochdruck dran, alles für die Saison vorzubereiten. Andi, da bist ja du ganz viel damit beschäftigt. Was machst denn du da jetzt alles gerade? Es geht jetzt um das Updaten der Reiseunterlagen. Natürlich, es geht um die letzten Abklärungen mit den Hotels, wann sperren die Hotels auf, welche Hotels sperren auf, welche Restaurants werden noch weiter betrieben, welche Radwerkstätten gibt es noch. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort natürlich müssen gebrieft werden, müssen auch bei Laune gehalten werden, muss man auch sagen, weil ständig wieder, die Unsicherheit hat, wann geht es denn jetzt endlich los? Und es scharrt ja nicht nur unser Gast mit den Hufen, wann er endlich losradeln kann oder loswandern kann, sondern uns geht es ja gleich und unseren Kollegen vor Ort, die sie dann auf den Reisen betreuen und die sie vor Ort treffen, denen geht es genau gleich. Die wollen endlich losstarten. Aber das ist vielleicht auch die wichtige Message für Sie heute Abend. Eine Frage, die auch bei uns sehr, sehr oft gestellt wird. Wann geht es denn eigentlich los? Und da dürfen wir Ihnen sagen, wir starten, sobald es die Situation zulässt, sobald die Gastronomie, Hotellerie wieder eröffnet ist. Wahrscheinlich ist unsere Vermutung, wird es in Deutschland am ehesten losgehen. Dann können wir mal mit unseren Touren in Deutschland starten, Österreich vielleicht dann als nächstes. Und so wie die Reisewarnungen in den einzelnen Ländern aufgehoben werden und vor allem auch sicheres Reisen möglich ist, werden wir in unsere Aktivreisesaison 2021 starten und vielleicht auch in dieser Hinsicht noch eine wichtige Information auch für Sie. Wir machen natürlich auch viel, was die Sicherheit
oder Ihre Sicherheit vor Ort auf unseren Reisen betrifft. Also es geht los von Gepäcktransfers, die unsere Mitarbeiter machen. Da haben wir entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Rücktransfers bei den Personentransfers, ja, genau, genauso. Also das heißt, es wird einfach wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass sowohl unsere Gäste als auch unsere Mitarbeiter sicher die Reisen absolvieren können oder die Betreuung absolvieren können. Absolut. Ja, und natürlich auch unsere Unterkünfte. Ich meine, wir bieten Reisen in der Natur an. Man ist zu Fuß den ganzen Tag unterwegs in freier Natur. Das heißt, da ist die Sicherheit sehr, sehr groß. Man ist weg von den Massen. Man übernachtet in kleinen Orten, Unterkünften. Aber auch natürlich die Unterkünfte werden von uns gecheckt im Thema Sicherheit und Hygiene, damit auch alle Unterkünfte den geltenden Bestimmungen folgen. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Sicherheit. Wir haben uns rund um Ihre Buchungssicherheit auch noch etwas ausgedacht. Wer auf unserer Website war, hat wahrscheinlich schon mal reingeklickt und sich das Paket angesehen. Das ist das Eurohike Rundum-Sicher-Paket. Was heißt das? Wir wollen Ihnen einfach die Möglichkeit geben, möglichst sicher, flexibel zu buchen. Das heißt, Sie können jetzt jederzeit ganz unbekümmert Ihre Reise buchen, weil Sie garantiert flexibel und ohne Umbuchungsgebühr bis 4 Wochen vor Reisebeginn Ihre Reise umbuchen können auf einen späteren Termin oder auf eine andere Rad- oder Wanderreise oder was auch immer Ihnen beliebt. Das heißt, hier ist eine volle Flexibilität möglich. Was natürlich auch als Frage oft bei uns kommt, naja, wie sieht es mit Reisewarnungen aus? Muss ich dann eine Reise antreten, wenn es Reisewarnungen gibt? Natürlich nicht. Sollte es in Ihrem Heimatland oder in Ihrem Reiseland eine Reisewarnung geben, dann wird die Reise von uns entweder gar nicht durchgeführt, wenn es im Reiseland eine Reisewarnung gibt, oder Sie können... Wenn Sie nicht anreisen können, dann brauchen Sie auch nicht anreisen. Genau, richtig. Und dann suchen Sie sich einfach was anderes aus aus unserem vielfältigen Programm und fahren halt dahin oder ein bisschen später. Ja. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie umbuchen auf einen späteren Termin oder andere Reise und Ihre Reise nicht stornieren. Es ist aber manchmal nicht anders möglich. In diesem Fall gibt es natürlich eine Geld-Zurück-Garantie. Das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Und sehr wichtig ist auch unsere Kundengeldabsicherung. Es sind schwierige Zeiten, aber natürlich haben auch wir, wie es in der Reisebranche üblich und auch nötig ist, eine 100%ige Kundengeldabsicherung. Ich habe unsere Website und alle Informationen rund um dieses Thema schon erwähnt. Wir haben uns sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht. Wir bekommen auch sehr viele Fragen. Sie finden alle Fragen, die Sie sich vor der Reise, während der Reise oder auch was die Unterkunft betrifft, finden Sie in unseren Fragen und Antworten auf unserer Website. Ja, gut. Dann kommen wir zu Ihren Vorteilen, wenn Sie mit Eurohike auf einer Wanderreise unterwegs sind. Wir haben da als Überschrift individuelle und maßgeschneiderte Reisen. Soll heißen, wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Wanderprogramm bei Eurohike, nämlich in Summe sind es über 170 verschiedene Reisen, die Sie mit uns absolvieren können. Und da natürlich unzählige Anreisetermine. Wir haben Reisen, die können Sie täglich starten. Wir haben Reisen, die sind dreimal die Woche. Manche Reisen auch nur einmal die Woche, aber dann auch über die gesamte Saison. Wenn Sie jetzt da sagen, boah, ist aber da nicht hundertprozentig das dabei, weil da ist mir vielleicht die Route ein bisschen zu kurz oder da ist mir das ein bisschen zu lang, lassen Sie uns das wissen. Wir können bei vielen, vielen Reisen den Routenverlauf anpassen und wir können auch bei vielen, vielen Reisen am Termin was drehen
unter Anführungszeichen. Also das heißt, wenn Sie jetzt gern am Donnerstag anreisen und absolut, es ist für uns in der Logistik möglich, das zu tun, dann werden wir das natürlich auch vielleicht für Sie möglich machen. Was kommt oft vor? Wir haben uns, die meisten unserer Touren sind Wochentouren. Wir haben zwar seit letztem Jahr auch unser Kurztourenangebot noch mal aufgestockt, um auch kurz einmal wegzukommen, vielleicht über ein verlängertes Wochenende. Aber wir werden oft einmal gefragt, na, wir hätten eigentlich gerne, wir wollen nicht unbedingt der Woche und wir hätten gern diesen und jenen Tourenort mit dabei, wollen vielleicht irgendwo eine Etappe zusammenlegen oder während der Woche starten oder wie auch immer. Also da sind wir sehr bemüht, auch wirklich Ihr maßgeschneidertes Paket zusammenzustellen. Auf unserer Website und in unserem Katalog gibt es die Standardangebote, aber einfach als wichtige Information für Sie, maßgeschneidert, wir sind für Sie da. Persönlich. Ja. Und das Gleiche gilt auch für die Unterbringungswünsche, wie es da steht, oder Verpflegungswünsche. Das heißt, wenn Ihnen einmal ein Hotel gar nicht zusagt oder Sie reisen in einer Region und Sie kennen in einem Etappenort ein Hotel, weil Sie da schon seit 15 Jahren Urlaub machen, dann lassen Sie uns das wissen und dann findet man auch dafür bestimmt für Sie geeignete Lösung. Attraktive Konditionen hat die Verena ja vorhin schon unsere Stammkunden angesprochen. Ab der zweiten Buchung bereits sind Sie bei uns schon Stammkunde. Und das bleiben Sie natürlich Ihr Leben lang. Nur je mehr Reisen Sie mit uns absolvieren, umso höher ist dann auch dieser Stammkundenrabatt. Ein Rabatt geben wir auch für Kleingruppen. Und Gruppen sind für uns schon ab 6 Personen. Also das heißt, wenn Sie mit 2 befreundeten Ehepaaren irgendwo unterwegs sein wollen mit uns, dann buchen Sie als Kleingruppe und schon vermindert sich da auch wieder der Reisepreis und das geht rauf bis zu 15% sogar. Dann müssen es allerdings ein bisschen mehr sein als 2 Ehepaare. ein ganzer beliebter Rabatt, den unsere Kunden gerne in Anspruch nehmen, ist der Frühbucherrabatt. Aber nicht nur deshalb, der geht übrigens bis 28.02. in der Regel, knapp also für vorbei. Heuer ist er schon vorbei. Aber nicht nur deshalb, weil er einfach barwert ist, sondern man kann sich bei diesem Frühbucherrabatt auch einen wirklich super, super lässigen Wanderrucksack der Firma Wade aussuchen. Da sieht man eher auf dem Foto. Da sieht man es ganz schön. Da waren wir 2 unterwegs in Südtirol auf dem Weg zum den Steinernen Mandl. Genau. Da hast du schon recht geschnauft, deswegen glaube ich, wir Pause machen müssen. Ja, haben bestimmt müssen. Und ich sehe gerade von hinten, habe ich geklotzt. Da bladeln wir lieber weiter. Ja, aber sofort. Gut. Was macht uns denn eigentlich aus? Was ist Eurohike? Was ist die Eurofan-Touristik? Es geht bei uns ganz klar um das Persönliche. Also auch wenn Sie bei uns über die Website buchen, ist es nicht so, dass Sie da in irgendeinem Buchungsalgorithmus landen und dann heißt es, weil, was weiß ich, die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist, die Reise kann nicht stattfinden. Also das heißt, es steht bei uns wirklich immer eine Person hinter der Beratung, hinter der Buchung. Und es werden Ihnen immer Alternativen aufgezeigt. Also es gibt es nicht, dass wir sagen, die Reise ist nicht möglich. Das wird es bei uns nie geben, sondern es wird dann gesagt, ja, wir haben vielleicht ein anderes Hotel, wir haben vielleicht einen anderen Termin, wir haben vielleicht einen anderen Routenverlauf. Ihre Betreuer, die dann mit Ihnen kommuniziert sind, auch selber auf Tour, die kennen diese Touren, für die Sie auch beraten. Wir sehen da zum Beispiel gerade am Bild links als Beispiel unsere Madeleine aus dem Eurohike-Team, ist seit vielen Jahren schon bei uns und die war, glaube ich, selber schon auf allen Reisen unterwegs, für die sie auch zuständig ist. Also wirklich unsere Reisespezialisten, deswegen heißen sie auch so, die kennen auch unsere Reisen. Also die buchen jetzt nicht irgendeine x-beliebige Reise, von der sie nichts wissen oder wo sie nur selber noch nicht waren, sondern die beraten sie persönlich und sie waren auch persönlich vor Ort. Und das setzt sie dann eigentlich durch bei der Betreuung bei der Betreuung vor Ort. Sobald Sie anreisen, sind wir wieder präsent. Sind wir wieder präsent. Also genau, Sie werden uns nicht so schnell los.
Ja, und das geht über den Mitarbeiter, der Sie begrüßt vor Ort. Das geht über den Gepäcktransfer, der von uns persönlich durchgeführt wird. Das geht über den Rücktransfer und auch zur Servicetelefonnummer. Also das heißt, Sie sind da nicht der anonyme Gast, sondern Sie sind der Herr Meier, der Huber, den wir persönlich kennen und der von uns auch persönlich betreut wird. Da unten sieht man übrigens einen von unseren Betreuern. Das ist der Johannes aus unserer Servicestation Südtirol in Bozen. Genau. Gut. Magst du uns noch ein bisschen was zum Gepäcktransport? Dann kommen wir zum Gepäcktransport. Ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von unseren Reisen, weil Sie natürlich nicht mit einem schweren Rucksack von Etappenort zu Etappenort wandern müssen, sondern Sie brauchen während der Wanderetappe nur das, was Sie auch wirklich in diesen 5-6 Stunden Wanderung auch dabei haben wollen. Also wird ein bisschen eine Wechselkleidung sein, wird wahrscheinlich eine Sonnencreme sein, aber auf jeden Fall das schwere Gepäck, das deponieren Sie im Hotel. Wir holen es in der Früh ab und wirklich, wir holen es in der Früh ab. Wir transportieren das sorgsam, das Gepäck. Sie können sicher sein, dass das rechtzeitig in der nächsten Unterkunft wieder ankommt. Und ganz, ganz wichtig, wir haben keine Begrenzung der Gepäckstückzahl. Also wenn es lustig sind, salopp formuliert, dann nehmen es 15 Koffer mit. Freut sich zwar der Johannes nicht, aber er wird es auch transportieren. Also vom kleinen Schwarzen bis über die Lederhosen darf alles mitgenommen werden. Ja, Andi, magst du uns noch ein bisschen was erzählen? Wir haben ja ganz, du hast vorher gesagt, wir haben über 170 Wanderreisen im Programm. Mhm. Wie sieht das eigentlich aus? Sind wir überall selbst vor Ort? Das ist überall, wo Eurohike draufsteht, steckt auch Eurohike drinnen. Soll heißen, es sind alle unsere Reisen, die wir wirklich selbst veranstalten. Also das heißt, wo Sie unsere Betreuer selber vor Ort haben, sind mit diesem Eurohike-Siegel sowohl im Katalog als auch auf der Website gekennzeichnet. Und das sind auch gut die Hälfte. Also das heißt, über 85 Reisen machen wir selber. Und das geht von Madeira über Mallorca, über Deutschland, Rheinsteig, Moselsteig, natürlich dann der Süden Deutschlands, die Alpenregionen, Italien, Österreich, wo wir selber dort sind. Sollte es keine Eurohike-Originaltour sein, sondern eine von diesen 80 Partnertouren in etwa, sind die natürlich auch handverlesen. Also das heißt, wir prüfen natürlich unsere Partner und schauen uns die Reiseunterlagen an, schauen uns die Reisen an, ob das auch wirklich unserem Standard entspricht. Aber original Eurohike drinnen ist nur dort, wo auch Eurohike draufsteht. Genau. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt natürlich ist es, ganz gemütlich und gut zu schlafen nach den anstrengenden oder vielleicht nicht immer so anstrengenden Wandertouren, aber trotzdem, es sollten Unterkünfte zum Wohlfühlen sein. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also da legen wir ein sehr großes Augenmerk auf unsere Unterkünfte. Bei den meisten Reisen gibt es eine Hotelkategorie, bei manchen ist es auch wählbar. Bei den meisten Reisen gibt es Unterkunftskategorie, 3-Sterne-Hotels, Gasthöfe und natürlich auch 4-Sterne-Unterkünfte. Sehr wichtig ist es uns, dass es landestypische Unterkünfte sind, familiär und vor allem in einer wohltuenden, angenehmen Lage und Atmosphäre. Was es seit einigen Jahren neu bei uns im Programm gibt, auf vielfache Anfrage und Wunsch unserer Gäste, ist die Kategorie Wandern mit Charme. Wandern mit Charme, was ist das? Das sind Hotels oder Touren, wo wir Unterkünfte gesucht haben für Sie mit dem besonderen Extra. Was sind diese besonderen Extras? Das kann ein besonderes Hotel in einer schönen Lage, inmitten von Apfelgärten, sei es in der Südtiroler Weinstraße
oder mit einem besonders bezaubernden Bergblick. Sehr viele Hotels mit Wellnessanlagen, wenn ich gerade an Südtirol denke, zwischen Reschen, Pass, Meran und dem Kalterer See. Ein Hotel schöner als das andere. Es sind nicht die luxuriösesten Hotels, die es vor Ort oder am Platze gibt, sondern es sind charmante Hotels. Mit vielleicht einem gewissen Etwas. Mit dem gewissen Extra. Auch vielleicht einmal mit einem, es kann auch einmal durchaus ein ganz schöner Drei-Sterne Gasthof sein, natürlich mit sehr komfortablen Zimmern, aber vielleicht mit einer besonders ausgezeichneten Küche. Also der Mix macht es einfach und der ist natürlich je nach Gegebenheiten und Destinationen unterschiedlich. Diese Reisen werden sehr stark bei uns nachgefragt. Das ist wirklich ein ganz tolles Angebot. Sie können sich da auch jedes einzelne Hotel bei Buchung ansehen. Wir haben hier auf den Bildern zwei Bilder ausgewählt von Unterkünften. Einmal auf Mallorca, unsere schöne Finca San Palu im wunderbaren Orientstal. Und das ist ein Hotel in Meran, mit dem wir schon ewig lange zusammenarbeiten. Hotel Pinzenau. Wunderbarer oder Relax-Bereich auf der Dachterrasse mit Blumen und Bergblick. Schöner, glaube ich, kann man sich nach einem anstrengenden Wandertag kaum erholen. Wichtig ist einfach vielleicht bei unseren Unterkünften, die sind wirklich, wir buchen die nicht über eine Buchungsplattform, sondern die sind alle persönlich gecheckt, ausgewählt von uns. Wir waren selber persönlich vor Ort. Uns sind einfach kleine, landestypische Unterkünfte ganz, ganz wichtig. Hotelketten vermeiden wir, wo das möglich ist. Vielleicht einmal in der Stadt, aber auch dann ein schönes Hotel zum Wohlfühlen. Bei den Wandertouren kann natürlich auch einmal Hüttenübernachtung mit dabei sein. Wenn ich an den Dachsteinhöhenweg denke oder den Tiroler Weg oder die Reise, die ich Ihnen heute noch vorstellen werde im Salzkammergut. Und auch diese Hütten sind immer besonders in besonderer Lage und Atmosphäre. Ja, dann. Ein Herzstück natürlich unserer Reisen sind die Reiseunterlagen. Ich habe es ja vorhin eingangs schon kurz erwähnt. Jetzt haben wir gerade viel zu tun mit dem Updaten der Reiseunterlagen und das wird nicht gemacht, weil heuer ein spezielles Jahr ist, sondern es wird jedes Jahr, wird jede einzelne Reiseunterlagen auf Aktualität geprüft und auch angepasst. Wir sind jeden einzelnen Meter, den wir Ihnen anbieten und der in den Reiseunterlagen beschrieben ist, auch selbst abgewandert. Ja, also das heißt, wir arbeiten nichts aus über Google Maps oder Google Earth oder sonst irgendetwas. Und da muss ich dich kurz unterbrechen. Da, an dieser Stelle möchte ich unbedingt unsere Christina erwähnen, die jeden Meter aller unserer Wanderreisen in- und auswendig kennt, weil das ist die, die wirklich für die Touren dann wochenlang unterwegs ist, um für eine einwöchige Tour die perfekten Routen und die schönsten Routen, die es vor Ort gibt, zu finden. Das ist oftmals wirklich hart. Der Andreas, der fährt oft einmal mit dem E-Bike bei den Radtouren. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, da muss man auch jeden Meter laufen. Also das ist wirklich anstrengend, aber die Christina ist fit. Sie hört uns hoffentlich heute zu. Wir werden noch viel von den Reisen erzählen, die sie auch für uns gecheckt hat und wo sie tolle Beschreibungen gemacht hat. Anhand der Daten von der Christina werden dann die detaillierten Routenbücher ausgearbeitet mit Einkehrempfehlungen in den verschiedenen Etappenorten oder auch auf dem Weg mit Tipps zu Land und Leuten und zu Kultur. Natürlich ein maßgeschneidertes Kartenmaterial, wo genau die Strecke, die Sie wandern, auch eingezeichnet ist und selbstverständlich auch mit den GPS-Daten. Und diese GPS-Daten können Sie jetzt mit Ihrer persönlich häufig genutzten App verwerten. Oder wir haben auch eine eigene Eurohike-Wander-App, die für jede Reise perfekte Orientierung bietet. Vielleicht da noch einfach eine kurze Information bei den Wandertouren und bei den Routenbüchern, die Christina für uns macht. Die sind alle aus einem Guss. Das heißt, sie sind im gleichen Stil für jede Reise. Das ist natürlich dann ein großer Vorteil auch für unsere Stammgäste, weil sie immer nach dem gleichen System funktionieren und sie gibt sich sehr viel Mühe. Es gibt natürlich unsere Standardrouten, die wir auch in unseren Beschreibungen vorstellen, aber sie sucht immer
Verkürzungen, wenn man vielleicht mal nicht so viel wandern will oder wenn man zwischendurch nur irgendwo einen Berggipfel besteigen möchte. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Da gibt es sich große Mühe. Und da noch ganz kurz angemerkt auch, es ist egal, wo Sie mit uns unterwegs sind. Das ist ja das Entscheidende auch. Also ob Sie jetzt auf Mallorca oder auf Madeira oder in Deutschland oder Italien oder Österreich mit uns wandern, es schaut das Material immer gleich aus. Sie finden sie immer zurecht. Sobald Sie einmal mit uns unterwegs waren, werden Sie auf jeder Reise wieder und wieder und wieder die gleichen Unterlagen. Absolut, also man muss kein Pfadfinder sein. Nein, definitiv nicht. Gut, dann werde ich ein bisschen was erzählen über unsere Wanderreisen für jeden Geschmack. Wir bieten wirklich ein buntes Programm an den verschiedensten Touren und auch Reisearten an. Vielleicht ganz kurz vorgestellt, Reisearten, es gibt Streckentouren, das heißt, wenn man von A nach B wandert, zum Beispiel wie unsere Alpenüberquerung von Garmisch nach Meran. Bei diesen Touren oder Meran-Gardasee wird auch ein Rücktransfer angeboten. Dann gibt es natürlich Rundtouren, wie zum Beispiel unsere beliebte Reise rund um die Zugspitze. Und es gibt natürlich auch Standardwandertouren. Das sind Reisen, wo man eine ganze Woche in einem sehr schönen, komfortablen Hotel übernachtet und von dort ausgehend die einzelnen Wanderrouten macht. Das bietet sich natürlich an für Einsteiger, die sowas mal ausprobieren. Man muss dann nicht unbedingt jeden Tag oder kann auch einmal eine kürzere Tour machen. Also das ist auch sicher ein gutes Angebot. Sehr, sehr, sehr beliebt sind unsere Wanderreisen mit Hund. Wir haben das vor einigen Jahren als eigene Reiseart ins Leben gerufen. Wandertouren mit dem Pfotensymbol. Mit dem Vierbeiner sind gekennzeichnet mit dem Pfotensymbol auf unserer Website wie auch in unserem Katalog. Das sind Reisen, die wir wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben, ob es von den Wanderrouten, dass die Wanderrouten auch perfekt sind für Hunde. Wir haben oft einmal Transfers mit dabei, wo vielleicht mit einem Sessellift der Hund nicht mitfahren kann. So eine Reise scheidet dann aus. Also wir haben die wirklich geprüft und natürlich auch unsere Unterkünfte ist sehr, sehr wichtig, hundefreundliche Unterkünfte. Also wir legen einen großen Wert darauf. Deswegen ist es auch sehr, sehr beliebt. Ist auch toll, mit dem Hund in den Bergen unterwegs zu sein. Dann gibt es noch eine Kategorisierung unserer Reisen. Wir haben vier verschiedene Charaktere unserer Reisen, und zwar einmal Genusswandertouren. Das sind wirkliche gemütliche Touren, wo man so 3-4 Stunden am Tag wandert. Das würde ich sagen, ist die perfekte Einsteigertour. Wandertouren, da geht es dann schon mal 4-5 Stunden. Die Wege werden ein bisschen schmäler, die Höhenunterschiede ein bisschen größer. Dann geht es zum Bergwandern. Ja, da ist man so zwischen 4 und maximal 7 Stunden. 7 Stunden ist schon viel, aber da ist immer die reine Gehzeit gerechnet. Man ist eigentlich sowieso immer einen ganzen Tag unterwegs, weil es ja auch am Wegesrand so viel zu entdecken gibt. Aber bei den Bergwandertouren, da werden die Wege schmaler. Die Wege führen auch in höheren Lagen. Die Höhendifferenzen, die täglich zu gehen sind, sind größer. Das heißt, da hat man schon mal Höhenunterschiede zwischen 500, 800, 900 Höhenmeter. Das ist natürlich auch nicht jeden Tag gleich. Deswegen haben wir bei unseren Reisen diesen Tourencharakter, aber wir geben zusätzlich die Gehzeit, die Höhenmeter und die täglichen Kilometer an. Also das heißt, man kann sich wirklich gut darauf einstellen, welche Reise ist auch der perfekte Schwierigkeitsgrad für mich. Ich fange mal mit einer einfacheren, vielleicht mit einer Wandertour, Genusswandertour an und steigere mich dann zum Bergwandern. Das kann jeder machen, der schon einmal ein paar Stunden am Stück gewandert ist. Du bist selber auch schon einmal Berg gewandert. Wirklich? Schon öfter. Wo? Der Rheinsteig ist zum Beispiel eine Bergwandertour. Hast du sehr gut geschafft. Ich glaube, ich bin ein Genusswanderer. Das sind wir ja alle, oder? Ja, Trekkingtouren gibt es natürlich auch. Das ist schon etwas für bergerfahrene Gäste. Also da ist man durchaus mal 7-8 Stunden unterwegs. Da gilt es auch bis mehr als 1000 Höhenmeter zu überwinden. Man ist auch teilweise im Hochgebirge unterwegs. Da sollte man Bergerfahrung haben, aber auch gut machbar, wenn man erfahren ist. Ja, dann geht es jetzt endlich. Wir haben ein bisschen lang gebraucht, schon wieder so lange. Aber es gibt einfach so wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben uns bemüht, wir wollten es kürzer machen, aber wir könnten, glaube ich, da jetzt noch Stunden drüber schwafeln. Aber ist doch schön, wenn man über das erzählt, was man gern macht. Definitiv. Oder? Ja. Aber jetzt erzählen wir was ganz kurz. Aber ganz kurz davor noch, gell? Also ich habe einen Durst.
Und wir sagen noch einmal Prost. Zum Wohl. Jetzt geht es ja eh los mit dem zweiten Teil unserer Präsentation, die neuen Wanderreisen 2021. Ja, ist wirklich ausgezeichnet. Habe ich einen guten mit. Sehr gut, hast du einen guten gehabt. Ja, Königssee, Wörthersee, die stellen wir dann noch vor, Lechweg, Salzkammergutseen und Dachsteingletscher, die Algarve im schönen Portugal, dann eine neue Schamwanderreise von Garmisch nach Meran und eben unsere Familienwanderreisen, sei es in Bayern vom Tegernsee zum Wendelstein, Almwandern im Salzkammergut, auch als eigene Familienvariante, das haben wir so schon länger im Programm. Dann Südtirol vom schönen Reschenpass nach Meran im Salzburger Pinzgau, deine Heimat, das kann ja schön sein, glaube ich. Dann das Siebengebirge in Deutschland. So, und jetzt aber wirklich, jetzt geht's los. Wir haben uns entschieden für das schöne Salzkammergut. Mhm. Ah, da wird gerade der Wein nachgeschenkt. Danke, Lisa, die sorgt gut für uns. So, jetzt muss ich aber kurz meine Unterlagen da mal austauschen, damit ich Ihnen auch das Richtige erzähle. Ja, was erwartet Sie im Salzkammergut? Da steht es eh schon schön. Höhenwanderungen vom Feinsten, Panoramen, soweit das Auge reicht. Glitzernde blaue Badeseen. Es geht vom Äußeren ins Innere Salzkammergut. Ja, erwarten Sie Höhenwege, Seen, der Dachsteingletscher, der Gosaukamm. Es ist eine 8-Tagestour, eine Bergwandertour, aber eher ein bisschen einfachere Bergwandertour. Die könntest du sicher auch gut machen. Könnte man mal probieren. Ist auch mit Hund möglich. Und ich würde sagen, diese Tour vereint das Beste und das Schönste aus dem Salzkammergut. Aus unserer Region. Genau. Ja, dann, wir haben ein paar Impressionen für Sie zusammengestellt. Was sind denn die Highlights dieser Reise? Und das sind sicher die Seen des Salzkammerguts. Das Salzkammergut ist ja sehr, sehr seenreich. Ich weiß es jetzt selber gar nicht, wie viele Seen sind, glaube ich, mehr als 10. Ganz bestimmt. Ein paar davon weltbekannt. Und die werden wir jetzt noch vorstellen. Mhm. Die sieht man nämlich da auf dem Bild. Weltbekannt ist natürlich der Wolfgangsee in diesem wunderschönen Panorama oder auch der Gosausee mit dem Gosaukamm und dem Dachsteingletscher. Aber gehen wir gleich zum Anfang der Reise. Da sind wir ja am Traunsee unterwegs. Das ist unser Titelfoto unseres Katalogs 2021. Da wird an den oder hoch über dem Traunsee gewandert. Und ich selber sitze da hoch über dem Attersee, genau. Und dahinter sieht man da jetzt nicht so gut. Blitzt sogar der Mondsee. Der Mondsee, genau. Also das heißt, man ist insgesamt an drei Seen, Traunsee, Wolfgangsee und Gosausee. Dort kommt man auch wirklich hin, kann man auch baden. Gosausee ist ein bisschen erfrischend. Aber es gibt natürlich auch viele Seen, die einfach in Sichtweite sind. Also die Panoramen, das traumhaft. Ist sicher was ganz Besonderes bei dieser Reise. Man ist einfach in einer wirklich schönen Höhenlage immer unterwegs, ohne riesengroße Anstrengung und hat immer ein tolles Panorama. Es werden natürlich auch mal Höhendifferenzen mit der Seilbahn überwunden. Ja, das ist eigentlich Wandern vom Feinsten, würde ich sagen. Schöne Ausblicke, Höhenwege, Seen, ganz viele Gebirge, das Höllengebirge gleich einmal zum Start, wo man wirklich in schwindelerregenden Höhen auf dem Sonnstein unterwegs ist und auf dem Traunsee einen tollen Ausblick hat. Da war die Christina jetzt gerade unterwegs und hat die letzten Checks gemacht. Mittlerweile schneit es ja wieder. Mhm. Ja, und dann geht es ins schöne Bad Ischl. Da kann uns der Andi was erzählen, was im Bad Ischl zu sehen gibt. Ein Kaiser. Und ein Zaunerstuhl, oder? Bad Ischl war oder ist bekannt für die Städte als Sommerfrischort. Ja. Also Kaiser Franz Josef und die Kaiserin Sissi haben wir dort die Sommerfrische verbracht, weil es aus dem heißen Wien nach Bad Ischl geflüchtet und sind. Und verlobt haben sie sich ja auch dort. Das kennt jeder, aber, der Sissi-Filme gesehen hat. Verlobt haben sie sich vielleicht, aber der Kaiser hat auch eine Geliebte gehabt und eine Mätresse, nämlich die Frau Schratt. Und die hat sich ja in diesem Café Zauner, das es noch heute gibt, immer einen Gugelhupf bestellt. Jeden Tag. Sie hat einen selber gebacken und einen hat sie sich im Café Zauner bestellt. Weil, falls ihr Gugelhupf nicht gut war, hat es dem vom Café Zauner serviert. Und dem hat der Kaiser am liebsten geschmeckt. Und da empfehle ich Ihnen, gehen Sie auch rein. Fantastisches Kaffeehaus. Da gibt es übrigens
da unsere zwei Wanderleute stehen da am Ufer der Traun. Das ist die Traunpromenade, da kann man richtig schön flanieren, wie es halt für eine Kurstadt dazugehört. Und da gibt es eine schöne Dependance vom Café Zauner, wo man am Traunufer in altehrwürdiger Atmosphäre eine Melange und ein Kuchen isst. Genau. Ja, dann kommen wir zum Wolfgangsee. Ich fange jetzt nicht zum Singen an. Bitte. Nein, ausgemacht hätten wir es. Ja. Im weißen Rössl. Genau. Die Operette von? Ich habe das vorher gesagt. Ich habe schon wieder vergessen. Ralf Benatzky. Genau. Ja, da sieht man St. Wolfgang ganz schön, auch direkt das weiße Rössl da im, rechts im Blickfeld, wo man auf der Seeterrasse wunderbar Salzburger Nocker lesen kann. Das ist schon so ein Erlebnis, das man sich mal gönnen sollte. Übrigens auch eines unserer Schamhotels. Stimmt. Das weiße Rössl am See. Genau. Ja, noch Idylle pur, kaiserlich-königlicher Atmosphäre in Bad Ischland am Wolfgangsee geht es in ein ganz anderes Gebiet. Und zwar, da geht es auf die Alm. Und zwar auf die Postalm. Mit Hüttenübernachtung. Da haben wir uns ganz was Besonderes ausgedacht. Wäre doch einmal ein schönes Highlight, in einer Berghütte zu übernachten. Im Schlafsaal, oder wie? Nein. Nein. Okay. Nein, das haben wir ganz komfortabel gelöst. Die Postalm ist ein riesengroßes Almengebiet mit wirklich sehr komfortablen Almhütten, aber richtig rustikal. Und da übernachtet man in Mehrbettzimmern. Badezimmer gibt es natürlich auf dem Gang, aber ist auch vorhanden. Also keine Angst, dass man sich einmal nicht waschen kann, ist alles vorhanden. Und es wird auch das Gepäck befördert. Also man muss nicht selber den Rucksack raufschleppen, sondern wir ganz komfortabel auch das. Wir befördern das Gepäck hin und holen es auch dann dort wieder ab. Ja, auf der Alm gibt es natürlich viele Schmankerl vom Apfelstrudel, den ich da auf dem Foto sehe, mit herrlichem Bergblick, da in dem Fall ins Tennengebirge, Almweidengrüne mit Almrausch am Rehsei. Almenromantik pur. Ja, bevor es dann zum Abschluss der Reise geht, und zwar zum Gosausee und mit Gosaukamm und Dachsteingletscher. Und das ist für mich. Das ist eigentlich eines meiner liebsten Wander- und Berggebiete, der steil aufragende Gosaukamm. Da war ich selber unterwegs, da war ich aber mit dem Gepäck unterwegs, sagen, da hat mir keiner das Gepäck gefahren. Das ist ein schwererer Rucksack als aber mit unserer Gäste Beschreibung. Dann, also das ist wirklich der Gosaukamm sind die Dolomiten des Salzkammerguts. Auch hier der Blick auf die Gosauseen, die sie auch umwandern können, und vom Gosausee der einzigartige Blick auf das verschneite auf das Dachsteingletscher. Ja. Massiv. Glasklares Gebirgswasser. Ja, cool. Ja. Sehr, sehr schön. Da möchte man am liebsten gleich los. Ja. Aber jetzt kommt von einem Highlight zum anderen. Ja. Also da muss ich sagen, das ist so ein Herzensprojekt von der Christina und von mir. Da haben wir lange getüftelt. Wie Alpenüberquerungen liegen ja total im Trend. Wir bieten auch Alpenüberquerungen an, insgesamt von München bis nach Venedig, aber über die Ecke Garmisch und Reschenpass. Und hier haben wir uns überlegt, naja, wir könnten eigentlich anders über die Alpen. Wir haben auch den Alpe-Adria-Radweg zum Beispiel im Programm von Salzburg nach Grado. Da geht es ja auch über Kärnten, über die Alpen drüber. Und da haben wir gedacht, nein, das wäre eigentlich was. Alpe-Adria-Trail gibt es ja auch. Sowas könnte man doch auch machen. Und entstanden ist dann die Tour vom Königssee zum Wörthersee. Machbar ist 10-Tages- und 8-Tages-Tour, ist eine Bergwandertour, auch mit Hunden machbar. Und ja, das ist die, würde man sagen, eine Traumtour, die an Vielfalt kaum zu überbieten ist, und unter uns die echte und ehrliche Alpenüberquerung, weil man wirklich über die Alpen zu Fuß geht. Also man geht über die hohen Tauern auf 2500 Meter. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis und vielleicht auch das besondere Highlight der Tour. Es gibt natürlich diese Alpenüberquerung E5, aber da sind schon relativ viele Leute unterwegs. Da werden es
wirklich alleine unterwegs sein, abseits der Massen. Und ich denke gerade in Zeiten wie diesen. Und man muss auch kein Bergsteiger sein. Nein, absolut nicht. Wie gesagt, dieser Bergwandertour, für jeden, der sportlich aktiv ist und eine gute Grundkondition hat und auch gewohnt ist, an ein paar Tage aneinander, ein paar Stunden am Stück zu wandern. Ist leicht machbar. Ist es absolut gut machbar. Insgesamt ist natürlich ein recht langer Weg, den wir, wenn man gesamt durchwandern würde, nicht in 8 oder 10 Tagen machen könnten. Deswegen haben wir immer wieder auch mal Transfers eingebaut, die natürlich organisiert und im Preis inbegriffen sind, die auch kurz sind, damit sie nicht lange aufgehalten sind. Also das heißt, wir überwinden nicht so attraktive Wegstücke per Transfer. Und dann geht es auch schon los. Gestartet wird ganz bei uns am in der Königssee. Nähe. Genau. Am schönen Königssee im Berchtesgadener Land, Nationalpark Berchtesgadener Land. Mein zweites Lieblingswandergebiet bei uns in der Gegend. Da reiht sich ein schroff aufragender Gipfel an den anderen. Wirklich eindrucksvolle Bergkulisse, das zeichnet die Reise sowieso aus. Die verschiedenen Gebirgsketten, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind, die Sie auf dieser Reise treffen, ist einfach imposant und eindrucksvoll. Wir sehen hier den Königssee, Andi. Das Klasse am Königssee ist für unsere Gäste, wenn ich dort übernachte, bin ich in der Früh schon am See. Stimmt, und da ist nichts das noch los. Überhaupt da ist los. Eine Idylle pur. So und sonst, naja, es sind halt schon einige Leute dort. Das ist ein touristischer Hotspot. Aber es ist trotzdem, ich fahre selber immer wieder gerne hin, auch dort noch St. Bartholomä. Genau. Die berühmte Wallfahrtskirche, die man eigentlich, glaube ich, jeder kennt von den Bildern. Am Weg dorthin das Trompetenecho, hast du auch gehört? Ja, absolut, das Highlight. Und übrigens auch eine Elektrobootflotte, schon seit, langer Zeit. Ich sage jetzt 100 Jahre, weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt, aber auf jeden Fall ist man da schon seit vielen Jahrzehnten mit Elektrobooten am See unterwegs und dementsprechend ist halt dort dann auch die Natur. Genau, und dann geht es auch schon vom bayerischen, deutschen Berchtesgadener Land. Da geht es einmal zuerst ins Bergsteigerdorf Ramsau. Das ist sicher vielen von Ihnen ein Begriff, ganz idyllisch gelegen an den zauberhaften Hintersee, eingerahmt von der Reiteralpe, die man da auch links sieht. Da bin ich unterwegs, die haben wir da nicht fotografiert. Da warst du auch schon wieder mit, gell? Fällt mir da gerade ein. Ja. Also, eigentlich bin ich doch ein Wanderer. In der Hütte, glaube ich, sind wir sicher zusammengesessen. Ja, das die Reiteralpe, Speckbrot. Ja. Genau, Reiteralpe und die Berchtesgadener Alpen, bevor es dann direkt, da sind wir schon in Österreich, da geht es einmal nach Weißbach bei Lofer im Saalachtal und dann nach Dernten, Dinten. Wir sagen immer Dernten. Sagen wir Dernten. Sie bitte, sagen Sie Dernten. Dinten kann ich fast nicht sagen. Genau. Am Hochkönigsmassiv und auch dieses Bergmassiv, diese Gebirgskette, absolut eindrucksvoll. Sie sehen es da links auf dem Bild unten, die kleinen Bergspitzchen, die sich da aneinander reihen. Ganz toll, auch die Schafe, die da grasen. Die Almenwelt, das reiht sich eine Alm an die andere. Man hat den Hochkönig im Rücken, aber vor sich hat man Loferer Steinberge, Leoganger Steinberge, die Steinerne Meer. Die sind schon sehr wieder deine Heimat, gell? Aber und auch die hausgemachten Spezialitäten, das glaube ich, haben wir dann auch gegessen. Das war ein Graukasbrot auf der Hütte. Sehr gut. Ja, und da bleiben wir eine Weile im Salzburger Land. Und zwar geht es dann ins Gasteinertal. Das kennen viele oder vielleicht einige von Ihnen als den mondänen Kurort der. Bad Gastein, das Monaco der Alpen, ist auch ein Übernachtungsort. Die Wanderung dorthin ist auf einem tollen Gasteiner Höhenweg, wo man auch Tunnel durchwandert, ein besonderes Erlebnis. Und dann
kommt die, ich meine, Gastein, da könnte man natürlich auch noch ganz viel erzählen, mit dieser tollen Lage, mit dem Wasserfall, mit der Schlucht, mit den tollen, mondänen Hotels, also das ist sicher ein Highlight, würde ich sagen. Sehr attraktive Etappe. Genau. Und dann steht die Königsetappe an, und zwar geht's, man befindet sich übrigens dann schon im Nationalpark Hohe Tauern, wirklich sehr geschützte Zone, und man kommt dann auch direkt in die Kernzone des Nationalpark Hohe Tauerns rein, und zwar nach Sportgastein, das sieht man da links am Bild, das ist der Talschluss vom Gasteinertal, und da geht es dann über den Malmitzer Tauern, und das ist die Königsetappe, wo man auf über 2500 Meter raufwandert, und zwar zur Hagener Hütte, die man da links, rechts im Bild sieht, wo man sich nochmal gut stärken kann. Die Christina sieht man da auch einmal auf dem Bild da, in die Berge blickend und links inmitten wunderschöner Natur wandern, und dann geht es runter nach Kärnten, und zwar nach Malnitz. Das ist Bergidylle pur, deswegen ist natürlich auch ein Bergsteigerort, umgeben von Berggipfeln en masse, und dann ist man auch schon im Kärntner Mölltal. Tal horcht sie jetzt flach, nicht so spannend an zum Wandern, oder? Stimmt aber nicht ganz. Wir haben zwar das Mölltal, das ein sehr weites Tal ist, aber da begleiten sie die imposantesten Berggipfel auf beiden Seiten, sei es jetzt die Reiseckgruppe, die Ankogelgruppe, die war schon von Gasteinertal begleitend, Goldberg, Kreuzeckgruppe und so weiter. Über 3000 Meter hohe Gipfel, verschneite Gipfel, auch im Hochsommer. Also ein beeindruckenderes Bergpanorama gibt es gar nicht. Also ich komme selber aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Bevor es dann ein bisschen sanft hügeliger wird, und zwar, es geht dann in Richtung Nockberge. Nocken heißt bei uns in Österreich, ja, das ist so ein sanft hügeliger, Berg. Genau, und so sind es auch. Die Berge, es wird dann flacher, die Gegend, und die Seen kommen. Ja. Die Kärntner Seen. Die Kärntner Seen. Definitiv ein krönender Abschluss. Die wärmsten Badeseen Österreichs. Kärnten ist ja überhaupt das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden Österreichs. Also Wettersicherheit ist gegeben in Kärnten. Ich weiß nicht, ob es da heute so schneit wie bei uns, wahrscheinlich nicht. Ich glaube schon. Aber sehr mondän auch. Also Kärnten ist schon, oder gerade die Gegend um den Wörthersee, ist so die Haute-Volée Österreichs, die sich da so niedergelassen hat. Ja, und vor allem am Wörthersee, das ist auch das Endziel. Also man kommt zuerst an den Milchstädter See. Mhm. Das ist der erste See, der Kärntner Seen, die man erreicht. Da ist bei der 8-Tages-Tour Ende in Döbriach am Milchstädter See. Da kann man nochmal gut die Wandertour ausklingen lassen bei Zusatznächten. Dann kommt man nach Feld am See, wunderschön der kleine Feldersee, umgeben von den Nockbergen. Und dann zum Abschluss das absolute Highlight, die Kärntner Riviera Monaco Kärntens, der Wörthersee. Genau. Felden. Milliardärsgattinnen haben sie dort niedergelassen. Genau. Udo Jürgens, Otto Retzer, genau. Das sind alles Bewohner des Wörthersees, und die wissen schon, was schön ist. Und sonst es ist absolut schön. Also die Karnischen Alpen auch im Blickfeld, wieder ganz andere Felsformationen. Und das links des Gebäudes, das kennen vielleicht einige von Ihnen aus dem Fernsehen, alte Serie, wie hat es geheißen? Schlosshotel am Wörthersee. Mit Treublick. Genau. Ja, Ende der Reise ist dann im italienisch angehauchten Villach, wo man die Reise gut ausklingen lassen kann bei einem Aperol Spritz am Stadtplatz. Cool. So, jetzt sehe ich gerade, wir sind schon relativ knapp in der Zeit, aber den Lechweg, den wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Der Lechweg, wunderschöne, naturbelassene Wandertour, auch neu bei uns im Programm, ist möglich als 10-Tages-Tour, 8-Tages-Tour, 10-Tages- und 8-Tages-Tour gehen von Lech am Arlberg bis Füssen, und die 6-Tages-Tour, die startet in Steg, also etwas später, wo man den alpineren Bereich auslässt und wo man auch schon im Mai starten kann, weil sonst geht es erst im Juni etwas später los, weil weiter oben in Lech noch Schnee liegt.
So, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel schauen, aber eigentlich weiß ich es eher auswendig. 125 Kilometer Lechweg von der Quelle bis zum Fall in Füssen ist eine relativ lange Strecke. Das Tolle ist, man kann es natürlich komplett wandern in 10 Tagen, wer nur 8 Tage Zeit hat. Es gibt einen Wanderbus, der kostenlos nutzbar ist mit den Gästekarten und wo man auch jederzeit einsteigen kann und einmal eine Etappe verkürzen kann. Der Lechweg gehört zu den Top Trails of Austria. Was heißt das? Das verspricht beste Markierung, Beschilderung, wandertechnisch absolut abwechslungsreich und eine Top-Infrastruktur vom Hotel bis ja, alles für den Wanderer, alles, was das Wandererherz begeistert. Vielleicht ganz witzig ist nur, Andi, die Sprachmischung, über die haben wir uns im Vorfeld schon unterhalten. Also, man muss da sattelfest sein, was Dialekte betrifft. Weil sonst braucht man Übersetzer. Sonst braucht man Übersetzer, genau. Also das Vorarlbergerische, das Tirolerische und das Bayerische in dieser Gegend. Ja, da gibt es Ausdrücke, die auch wir Salzburger nicht also verstehen. Also da muss man sagen, für die vielleicht Norddeutschen unter Ihnen, Vorarlberg gehört ja zu Österreich. Mhm. Wir Salzburger haben aber auch Probleme, die Vorarlberger zu verstehen, weil die klingen eher so wie Schweizer. Also ein bisschen anders wie im Rest Österreichs. Aber trotzdem, ein bisschen anders ist gut gesagt. Ja, dann starten wir auch gleich mit. Wir haben auch hier einige Impressionen für Sie vorbereitet, was die Highlights betrifft dieser Reise. Und das ist sicher die Natur und auch gerade zum Start der Reise die Lechquelle im Lech am Arlberg und die Lechquelle liegt am Vormaringensee. Das ist für mich das absolute Highlight der Tour. Wir sehen es hier, dieser See, das ist der Vormaringensee, idyllisch gelegen in einem Hochtal, wo man auch ganz schwer hinkommt. Das ist der Start der Tour mit wunderbaren Ausblicken. Ich bin da selber auch unterwegs auf dem Foto, wo sich der Lech als kleines Rinnsal durch das Hochtal da durchschlängelt, wo man immer wieder das Flussbett auch einlädt, einmal zum die Füße reinzuhängen zum Verweilen. Das kristallklare genau. Wasser. Also das Wasser cool. des Lechs, das werden wir später noch sehen, das cool. ist das Türkis. Absolute, ja so türkisblau, ja. Da kann man sich eigentlich nicht satt sehen daran. Ja. Was man hier auf dem kleinen Bild noch sieht, ist Lech am Arlberg, auch wieder ein sehr mondäner Ort, den meisten bekannt vom Skifahren. Schon wieder die Wiege des Skisports. Die Wiege des Skisports, ja. Stimmt. Also eigentlich St. Anton, aber Arlberg. Also ich habe es selber nicht gekannt, aber ich war total erstaunt, weil im Grunde ist dieser ein Bergdorf, ja. Also das ist ja gar nicht so groß, ist aber wunderbar gelegen, inmitten der imposantesten Berggipfel, Natur pur, toll, also einfach ein Highlight. Dann Naturlandschaft, Natur in all ihren Facetten, die einzigartige Bergkulisse, die glaube ich, Sie haben es schon gehört, glaube ich, Berge, in den verschiedensten Formationen sind wirklich absolut ein Highlight für mich. Aber auch die wilde Flusslandschaft, der grün-blau glitzernde Lech und immer in Reichweite der Fluss. Dann die unglaublich hohe Hängebrücken. Stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Die Hängebrücken, ja, ein absolutes Highlight. Da die Hängebrücke rechts in Holzgau, man sitzt da nochmal von unten. Ist was, wo ich auf alle vier drüber gehe. Genau, und deswegen bin ich nur 2 Meter und dann bin ich schnell zurückgelaufen. Ja, Schluchten in schwindelerregenden Höhen, kleine malerische Tiroler und bayerische Dörfer mit dieser sogenannten Lüftelmalerei. Also einfach zum Satt sehen oder zum Beispiel der Lechzopf zwischen Stanzach und Höfen, wo die Natur als Künstler durch Wasser aus Kies und Sand ganz eigene Formationen geschaffen hat. Also das ist wunderschön anzusehen und sicher ganz, ganz toll. Ja, ein absolutes Highlight sind die Unterkünfte. Ganz tolle Unterkünfte, wie gesagt, Top Trails of Austria bieten wirklich eine tolle Infrastruktur. Die Hotels haben sie alle darauf ausgerichtet. Es gibt eigene Lechwegprodukte, Kulinarik, absolut top. Also man sieht zum Beispiel hier Käse, spielt in Vorarlberg und Tirol eine große Rolle. Allgäu genauso, du hast recht. Also es gibt eigene Lechwegkäse, den sie auch bei uns bekommen. Den kann man in der Naturkäserei Soja in Steg abholen. Der schmeckt richtig kräftig und würzig. Ja, und auch die Unterkünfte.
sind wirklich absolut top, komfortabel und vor allem total landestypisch. Da rechts ist der Lerchenhof in Lech, in dem tollen Dorf Lech liegt unser Hotel in Aussichtslage direkt über dem Ort, auf der anderen Seite mit Bergblick, oder hier das Kräuterhotel Stern in Steg mit Zirbenstube. Cool. Das ist das Frühstücksbuffet, regionale Produkte, alles hausgemacht. Also sehr schön. Und natürlich die Hütten, cool. Was braucht man mehr? Und zum Abschluss Füssen und die Königsschlösser. Mhm. Tja, krönend. Was will man da mehr sagen? Im wahrsten Sinn des Wortes krönend, nicht? Wenn man sagt, der König Ludwig hat sich ja da verewigt bei den Königsschlössern und ist dann ein Top-Highlight zum Schluss der Reise noch einmal. Hohenschwangau, wer kennt es nicht? Hohenschwangau links. Das ist links, genau. Neuschwanstein rechts. Ist das und da ist auch wieder die Christina an mit Tour. Einem perfekten Blick. Mit einem perfekten Blick. Ja, also ja. Genau den Blick haben sie auch, wenn genau. Sie nach Füssen reinkommen. Und sie sehen wieder keine Leute. Also auch wieder da, man kommt zu einer Zeit hin zu den Sehenswürdigkeiten, wo wirklich man die natürlich nicht für sich alleine hat, aber wo man sich nicht irgendwie bedrängt fühlt von anderen Touristen aus aller Welt. Ja, das waren die neuen Wanderreisen 2021. Wir hätten noch ein Highlight für Sie vorbereitet. Wir wollten Sie noch ein bisschen weiter, ein bisschen exotischer das entführen nach Madeira. Aber es gibt noch einen Termin, da erzählen wir später dann noch was. Da könnten wir was über Madeira erzählen. So machen wir das. Genau. Jetzt haben wir mittlerweile von Ihnen ein paar Fragen bekommen. Die hat uns unsere Lisa auf den Tisch gelegt und die sind relativ einfach zu beantworten, okay. Muss ich sagen. Du hast es schon durchgelesen, ich nicht. Ich habe schon durchgelesen, richtig. Ich starte mit Fakten. Die Frage ist, wann wird das Gepäck abgeholt und wann ist es in der nächsten Unterkunft verfügbar? Wir bitten Sie immer am jeweiligen Reisetag bis um 9 Uhr am Morgen das Gepäck runterbringen zur Rezeption. Es wird dann im Laufe des Tages von uns abgeholt und bis allerspätestens 18 Uhr wieder im nächsten Quartier angeliefert. Es ist in der Regel wesentlich früher dort. Wir behalten uns nur dieses 18 Uhr vor, falls einmal eine Panne ist, ein Stau, dann kann es halt wirklich einmal sexy werden. Aber ansonsten kann man um 14 Uhr, 15 Uhr bereits mit dem Gepäck rechnen. Eigentlich genau richtig, wenn man ins Hotel kommt, trinkt man nur ein Bier und dann ist auch der Koffer da und ich kann mich frisch machen. Du Anni, wir haben nur so eine technische Frage. Noch eine, die soll ich auch noch beantworten. Oder? Ich habe mir die schönste zum Schluss aufgehalten. Aber da habe ich auch noch was zum Sagen. Oh. Bekommt man die Routenbücher und die GPS-Daten vor Reiseantritt oder erst vor Ort? Wir versenden die GPS-Daten jedenfalls auf Anfrage bereits vor Reiseantritt, also das heißt bis zu 3-4 Wochen vor Reiseantritt. Die Routenbücher meistens, also das heißt nicht immer, zumindest in digitaler Form versenden wir die Routenbücher auch, dass Sie sie 3-4 Wochen vor Reiseantritt schon haben und sich natürlich darauf einlesen können, ist aber nicht bei jeder Reise der Fall, bei den meisten ja. Gut, dann eine Frage haben wir noch, die öfters auch gestellt wurde. Sie kennen ja sicher viele Touren selbst. Welche war die beeindruckendste für Sie? Also ich habe es nachgedacht, das ist für mich eine extrem schwierige Frage, ja, weil mich da einzuschränken, kannst du beantworten? Also ich sage es von dir, von mir frei raus, von der Leber, ja, Madeira. Okay, ja, dann Auch beschreiben wollten und auch das nächste Mal machen werden, ist, Madeira hat mich einfach schwerst beeindruckt. Coole Insel. Okay, ich kann mich nicht nur auf eine beschränken. Aber ich sage ganz kurz. Verena kennt auch wesentlich mehr. Wie ich sage ganz kurz meine drei Lieblingstouren. Und zwar wir waren schon im Salzkammergut, die Dachstein-Höhenwanderung, der Gosakamm, Dachsteingletscher, Schladming und so weiter. Das ist für mich absolutes Highlight. Weg von den Massen, einzigartige Natur, Hüttenübernachtungen, komfortable, schöne Hotels. Also perfekt. Dann gehe ich nach Italien runter,
Wir haben vorher gehört, Meran, Gardasee, Garmisch, Meran, aber es gibt noch etwas, und zwar der Abschluss der Tour vom Gardasee nach Venedig. Also das war auch für mich absolutes Highlight. Mindestens so schön wie unsere Meran-Gardasee-Tour. Gardasee, Trient, das Sacca-Tal, das Val Sugana, Borgo Val Sugana, Bassano del Grappa und dann der Sila Naturpark und dann Ende in Venedig, die Vizentina Dolomiten, also da komme ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Absolut top, auch als Charmtour verfügbar und eine meiner sicher absoluten Lieblingsdestinationen, Mallorca. Und wir freuen uns, glaube ich, beide schon, wenn wir endlich wieder mal hinreisen dürfen und alles vorbereiten können. Mallorca, da kann ich eigentlich jede Tour empfehlen, ob es Tramontana-Durchquerung ist oder die Finca-Tour. Oder die Highlights, ist auch sehr cool. Da würde ich am liebsten jede Woche losstarten. So, und jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir bald zum Ende kommen. Jetzt sind wir auch wirklich gleich durch. Wir dürfen Sie noch hinweisen auf unsere nächste Plauderstunde. Einen Termin gibt es noch in unserer Reihe, und zwar am 16. April. Da erzählen wir über was, Andi? Über Rad- und Wanderreisen mit Charme. Mit Charme, also das heißt, die ganze Plauderstunde ist unserem Charme-Thema gewidmet. Ja, cool. Freuen wir uns schon drauf. Ja, wir freuen uns. Ein kleines Detail noch am Rande. Wir haben jetzt viel erzählt über uns und unsere Reisen. Sie finden uns aber auch auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram. Dort gibt es auch nochmal viel Inspiration rund um unsere Reisen, ob es Blogbeiträge, Videos und so weiter sind. Aber jetzt dürfen wir wirklich zum Ende kommen. Und wir sagen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war für uns ein Vergnügen, über uns und so viel zu unseren Reisen zu erzählen. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen an Gusto machen haben können, wie man auf schön Österreichisch sagt. Wir sagen danke. Wir freuen uns sehr auf Sie und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Sehr zum Wohl. Auf Wiedersehen.